So, ich begrüße euch wieder bei FLP Nihe oder besser gesagt bei Nihe TV. Unser Thema heißt heute, ist Familienstellen eine Geheimwaffe für alles, was den Mensch bewegt oder nicht? Oder ist es nur was für Spinner? Oder was ist es wirklich? Wenn wir uns auf das einlassen, dass wir Körper, Geist und Seele sind, was jeder eigentlich in sich selber spürt, er braucht nur hineinfühlen, fühlt mal so hinein, was spürt ihr? Bist du eine Maschine? Dann wirst du gleich sagen, eine Stimme wird sagen, nein. Wenn du verstehst, woraus du bestehst, einmal aus dem Fleisch und Blut deiner Eltern, was nicht nur gravierend ist, sondern was viel mehr ist, dass in diesem Fleisch und Blut Zellen sind, dass in diesen Zellen also Träger sind, Informationsträger, die dein Leben mit beeinflussen und mitbestimmen. Fühl mal hinein. Jenseits deiner Ideologie, die du denkst, geschieht ein Gefühl in dir, was anders tickt. Aber wo ich hin will, ist Familienstellen ein Instrument für alle Heilmittel. Ich will mal ganz definitiv sagen, ja. Weil nämlich unsere Seele, unser Unterbewusstsein eine Programmierung hat, die auf Selbstzerstörung durch menschliches Versagen hinführt. Im Grunde genommen ist unser Unterbewusstsein auf Gesundheit programmiert. Wir schaffen es aber, unsere Gesundheit zu ruinieren. Nach bestem Wissen und Gewissen der Medizin. Wir dürfen uns nicht betrachten als ein reines Objekt, als ein Motor oder ein Getriebe oder als irgendwie ein mechanisches System. Unser System wird von viel mehr beeinflusst als von Blutkörperchen, von Strömen oder Ähnlichem, die irgendwo in ein System zusammenlaufen, was man regulieren kann mit Tabletten oder Ähnliches oder mit einer OP. Das bist du. Du bist Mensch. Du bist wirklich Mensch. Du bist Geist. Hast du Fähigkeiten jenseits deiner Hände? Deine Gedanken, die du hast, sind ein Instrument, die dein Leben bestimmen. Nur du weißt nicht, wie du es ansetzen kannst, dass dein Leben in einer positiven Richtung läuft. Weil du auf alte Programmierungen hörst, gehst du zum Arzt hin. Der wird dich sagen, stell dir vor, du hast Krebs, der wird sagen, du bist sterbenskrank, du bist unheilbar krank. Aber du bist in jedem Moment deines Lebens in der Lage, bereit, dein Leben zu verändern. Du brauchst nur, ich sag mal ganz einfach, anders zu denken. Der schlimmste Krebs oder die leichteste Erkältung hängt immer von deinem Geist ab, von deinem Geisteszustand. Nicht von deinem Verstand, was du gelernt hast, von deinem Geisteszustand, was aus dem Unterbewusstsein herkommt. Und dieses ist verwoben mit ganz vielen anderen Ebenen. Einmal mit der Ebene der Inkarnation, das heißt mit dem, wo du schon mal gelebt hast. Dann mit dem, wo du reingeboren wirst. Dann mit dem, was du denkst, von dem, was du denkst. Dann aus deinen Erfahrungen, die daraus resultieren, die du gemacht hast. Aus den Bewertungen deiner Erfahrung. Wie bewertest du deine Erfahrung? Das ergibt wieder Energieimpulse auf deinen genetischen Körper, der entweder in einer positiven, heilenden Funktion übergeht oder in einer krankmachenden. Bejahst du das Leben oder bejahst du das Leben nicht? Das sind ganz instrumentale Dinge. Greifen wir jetzt mit Familienstellen ein. Das heißt, gehen wir auf die Ebene. Ich mache immer ein Begehren. Was möchtest du lösen? Dann gehen wir auf der Ebene, wo dieses aufgetreten ist, wo der krankmachende Effekt da ist. Und wir lösen den Krebs auf. Sogar Tinnitus. Gebrochene Beine können wir zwar nicht, die müssen wieder vom Arzt auseinandergewetzt werden, aber dann können wir den Mechanismus ausschalten, der dir das gebrochene Bein beschert hat. Das darfst du nicht vergessen. Und darum ist es wichtig. Familienstellen kann alles heilen. Es ist nicht unbedingt so gesagt, dass du in einer heilen Sitzung, in einer Aufstellung alles geheilt bekommst. Da braucht man manchmal mehr. Aber du bekommst den Mechanismus und wir kommen dahin, dass dein Heilprozess gelingt. Ohne irgendwelche Medikamente. Man darf sie ruhig, Medikamente, wenn man schwer krank ist, immer begleiten, zu nehmen. Das wäre sonst fahrlässig.
Aber man sollte dieses Thema, weil wir im Unterbewusstsein eintauchen, gibt es nur das eine aller Heilmittel? Im Prinzip ja. Das aller Heilmittel ist, das Unterbewusstsein aus seiner Qual zu befreien. Das ist das, was alles gleich ist, darauf zu befreien. Man versucht es oft, die Verantwortung anderen Menschen hineinzuschieben und zu sagen, du bitte mach mich gesund. Bei mir heißt es immer so, bevor wir aufstellen, ich gebe alles zur Heilung frei, was mein Leben nicht mehr dienlich ist. Damit gebe ich einen Teil meiner Verantwortung zurück zu meinem Unterbewusstsein, wo ich darauf Wert lege und sage, ich gebe meinen Verstand auf, ich kapituliere meinen Verstand und gehe zurück auf meinen Ursprung, wo ich herkomme. In diesem Moment, wo ich herkomme und die Verantwortung da abgebe, komme ich in einen heilen Prozess hinein. Dann sehe ich, wie beim Familienstellen, wo und was es gemacht hat, warum ich es so gedacht, so gefühlt habe. Wenn ich dieses jetzt loslasse und zur Heilung freigebe, das heißt, ich gebe meine Bewertung daraus. Ich ziehe meine Bewertung wieder ab und lasse es zum Ursprung. Nämlich alles, was wir haben, was wir machen, was wir tun, kommt aus einer, kann man sagen, ist eine Situation, die eigentlich nicht krankmachend ist. Krankmachend ist nur die Bewertung, was du darüber denkst, was man dir beigebracht hat. Ich erzähle immer so schön, wir wollen immer andere gefallen. So als einjähriger kleiner Junge, stell dir mal vor, du heißt Kevin, stehst an einer Kommode, möchtest eine Blumenvase herunterreißen, weil du zu wenig Aufmerksamkeit bekommst von deiner Mutter. Und deine Mutter sagt, Kevin, willst du Mama traurig machen? In diesem Moment sagt der Junge, oder fühlt er, nein, wenn ich Mama traurig mache, dann bekomme ich ihre Umarmung nicht mehr, ihr Kuss nicht mehr, dann bekomme ich keine Bonbons, keine Leckereien oder ähnliches. Und dieser Mechanismus wirkt bis zum Tode, wenn wir ihn nicht ausschalten. Und wir wollen alle von Natur aus glücklich sein. Und Familienstellen hilft uns. Familienstellen ist eigentlich nur ein Platzhalter für eine wunderbare Therapieform, die sich durch die Laufe der Zeit immer noch effizienter entwickelt, die immer noch einfacher funktioniert, weil wir den Verstand nicht brauchen, weil wir nur die Seele. Es gibt Energieströme, die wir so lenken lassen können, dass sie uns heil machen. Wir können aber auch Energieströme fließen lassen, die uns krank machen. Ihr könnt euch entscheiden, was ihr wollt. Krankmachende Strömung oder gesundmachende Strömung. Das Leben besteht aus Freude. Und deswegen ist Familienstellen ein wunderbares Heilmittel, was ich schon über 20 Jahre anwende. Mit sehr großem Erfolg. Und meine Klienten kommen nicht aus der Nachbarschaft, die kommen von Köln, Düsseldorf, Mannheim, die kommen von Berlin, die kommen von Hamburg, die kommen von Bremen, die kommen von Oldenburg, die kommen manchmal sogar ganz aus der Türkei oder Schweiz oder ähnliches her. Weil dieses ein wunderbares Phänomen ist, was uns da trifft, wo wir Menschen sind, wo Menschsein anfängt, nicht Marionette, nicht Figur oder irgendwie Objekt oder Programm oder Maschine, sondern das wirkliche Lebewesen, was wir sind. Spürt euch hinein, was seid ihr? Ihr seid Menschen, aber nicht gleich Kombination Menschen, Maschine oder perfekt zu sein. Ihr seid ein Organismus. Ein Organismus, der ganz sensibel ist, der aus ganz vielen kleinen Dingen reagiert. Und diese kleinen Dinge, die bewerten wir oben den Kopf. Und nun stellt mal euch vor, wir haben es gelernt, auf negativ zu wirken. Was passiert? Wie werden sie auch negativ in uns spüren? Kurz über lang. Und daher sage ich, Familienstellen, genau dieses Mittel. Ihr könnt euch eine 3D-Aufnahme ansehen, wie ihr reagiert. Und nach dieser Aufstellung beginnt der wirkliche, wahre Prozess eurer Heilung. So eine Aufstellung kann bis zu 2 Jahren nachwirken. Und je weniger ihr als Mensch, als wissender Mensch oder meint zu wissen, denkt, desto mehr passiert was. Leute, die sich mit diesem Thema schon beschäftigen oder auch mit spirituellen Themen, ihr kennt einfach das Tao. Das Tao ist eine geheime Kraft, sag ich mal. Ist keine geheime Kraft, ist eine allgegenwärtige Kraft, die immer wirkt und immer da ist. Wenn ihr euch von dieser Kraft mitnehmen lasst, dann braucht ihr wiederum nichts zu machen. Und es geschieht immer bei euch in dem Moment, wo es geschehen muss. Heilung, Gesundheit, Wohlstand, Überfluss, Glück, Liebe. Es geschieht dann,
wenn du es nicht erwartest. Lass dich von diesen Familienstellen verzaubern. Tauche in ein Tagesseminar ein. Tauche in ein Wochenendseminar, was wir im November machen. Oder ein langes Tagesseminar, was wir am 12. September in einer Kirche machen, in Auchtrans in Holland. Lass dich mitnehmen. Mitnehmen von diesem Geist, der wirkt. Der auch in dir wirkt. Auch wenn du Skeptiker bist. Wenn du alles mies redest. Wenn du sagst, nur die Tablette oder der Arzt ist das Wahre. Lass dich mal auf diesen Versuch ein. Eine andere Welt. Was ist Realität? Ist das, was ich erzähle, Realität? Ist das, was du denkst, Realität? Was ist Realität? Das ist so ein Spektrum, wo es sich eigentlich gar nicht richtig darüber lohnt, nachzudenken. Wenn du guckst, wir haben auch eine Zweiklassengesellschaft. Die eine rennt mit einem Mundschutz durch die Gegend und meint, sie muss sich schützen. Und die andere sagt, ich brauche keinen Mundschutz und lasse mich nicht schützen. Warum? Weil mir nichts passiert. Wir hätten nun wirklich recht. Wir könnten jetzt anfangen zu diskutieren. Willst du diskutieren? Ich nicht, nö. Ich lebe mein Leben. Ich lebe es nur einmal in diesem Körper. Und ich will auf dieser Erde, auf dieser Welt, so viel erreichen, wie ich kann. Nicht finanziell, sondern mit meinen physischen Kräften, die ich habe. Was kann ich erreichen? Wie kann ich mir das Leben so schön machen? Das heißt nicht faul zu sein, sondern es heißt, alle störenden Elemente aus meinem Körper herauszunehmen. Gesund zu bleiben, gesund zu werden, das Leben zu füllen und sagen, ey, das war eine klasse Angelegenheit. Was verlangst du vom Leben? Was möchtest du? Wie glücklich willst du sein? Was möchtest du? Gibt dir das Leben das, was du möchtest? Bei den meisten, ich sage mal zu 98% nicht. Weil euer Verstand sich was vorstellt, was es machen soll und wie es aussehen muss. Eure Seele hat eine andere Sprache wie euer Verstand, was ich immer wieder erzähle auf den Seminaren. Und was wir auch sehen. Und der Effekt der Heilung. Ich kann euch nur sagen, lasst euch mal auf einen Familienstellen ein. Geht in diese geheimnisvolle Kraft, die kein Geheimnis ist. Spürt sie in euch, lasst sie in euch spüren. Lasst sie in euch wirken, lasst sie in euch ausbreiten. Und ihr werdet ihr sehen, die Welt, warum ist da? Machen wir so, da ist er, da. Die Welt lebt in dir. Du hast deine eigene Welt. Lass dich verzaubern. Und im Himmel sehen wir uns wieder. Und dann können wir diskutieren, ob ich recht hatte oder du recht hattest. Okay? Mit diesem verbleibe ich wie immer, euer Robert Gerhard. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns schon am 11. Juli, also nächste Woche Samstag, wieder hier in Gimea. Ich freue mich auf euch. Wir hören zusammen ein paar schöne Töne. Und einen wunderbaren, schönen Sonntag. Und denkt mal darüber nach, was ich gerade gesagt habe. Kann ich recht haben? Habe ich recht oder auch nicht? Es liegt immer im Sinne des Betrachters. Ihr dürft.